Also nach dem Abend habe ich nicht gedacht, dass ich mit Webmann mal meine nächsten 20 Jahre Geld verdienen werde oder so. Ausgeschlossen. Glaube ich auch, keiner in diesem Raum hätte das gedacht. Eine Woche Spaß haben jetzt. Hier sind wir direkt im Zentrum. Hier hat alles angefangen. Das heißt alles, wir haben hier angefangen. Glockenbach-Werkstatt. Wir haben hier eine erste Show gehabt. Und ich zeige euch den Raum, es war ein Riesending. Welcher Jahrgang sind wir gerade? Welches Jahr? Boah, ich schätze, wir waren 93 oder... Kann auch 92 sein. Also jetzt sind wir 2017. Hier haben also große Karrieren begonnen, sagst du? Ja, eigentlich haben sie hier versucht, die Karriere zu stoppen gleich. Es gibt hier nochmal auch eine kleine Bühne, sieht ihr Elemente. Früher sah der Raum anders aus, da war hier so ein Kanzel, so eine DJ-Kanzel. Hier hat unser DJ aufgelegt. Wir haben uns hier um das Mikrofon versammelt, haben nur gefreestylt, auch mit dem Rücken zum Publikum, wie man das am besten tut. Und ich weiß noch, alle haben uns gehasst, aber wir haben das so, wir haben am Anfang das immer für uns selber gemacht. Das war überhaupt nicht das Ding, dass wir jemand begeistern wollten. Und ich weiß, der Schuh hat Krücken gehabt. Weil dann, ich glaube, Meniskus oder Bänderriss oder so hatte zu der Zeit. Und es wollte ihm jemand über die Krücke klauen, aber es hat uns nicht gestoppt. Was waren das für Veranstaltungen, auf denen ihr hier wart? Boah, also wir sind hier nochmal aufgetreten später oder zweimal sind wir hier noch aufgetreten, aber das war wirklich, das war eigentlich eine Buchlesung. Jemand hat uns gehört und hat gesagt, hey, könnt ihr da ein bisschen freestylen? Wir haben zur Zeit keine Lieder gehabt, das war nur Freestyle. Und wir haben das halt so lange gemacht, wie wir es am Anfang immer als Fehler gemacht haben, bis die Leute keinen Bock mehr hatten. Also keinen Bock. Ich habe den Flyer irgendwo sogar zu Hause noch. Es war, glaube ich, das erste Ding, das oder Backstage, ich glaube, das hier war das erste Ding, dass wir am Flyer standen. Hier? Also ja, genau. Hier war... War die aufgeregt? Da Blumentöpfe stand noch drauf. Da Blumentöpfe, so ein bisschen, ja. Sehr gut. Wir wollten ja cool sein, wir haben ja Blumentopf gewählt, um cool zu sein, klar. Und da war eher so der Lynchmob und der Youngsters. Ja, so, ja, ja. Das sollte uns so ein bisschen Gangster-Einschlag geben. Hat geklappt. Ja, wir waren, ich weiß gar nicht, ob wir aufgeregt, doch, wir waren, sind eigentlich immer aufgeregt, aber das war halt so komisch, weil da wäre ich heute noch aufgeregt, weil es unpassend war. Es war eine Buchlesung, ich meine, der Typ hat aus seinem Buch vorgelesen. Und das heißt, das Publikum hatte auch überhaupt nichts mit euch zu tun, ne? Es kannte uns ja keiner, uns gab es ja nicht, also ich meine, war nicht und so, es gab ja keinen Fan oder so. Und keine Freunde eingeladen? Wir haben heute noch keine Freunde. Wir sind ja immer auf Fremde angewiesen, die wir vertreten. Okay. Nee, wir haben keine Freunde groß eingeladen. Ich glaube, zwei, drei waren schon da, die wir kannten. Aber gerade wenn du so eine Aktion machst, wo nicht weißt, ob es cool wird, gehst du lieber alleine hin. Also das ist ja immer so, dieses so, falls jemand sieht, falls du auf die Nase fällst, ja, genau, ist so, ey, lass uns alleine machen, dann können wir wenigstens, früher hat noch keine Handykameras gehabt und so können wir wenigstens erzählen, es war geil. Und wenn es jeder gesehen hat, dass scheiße war, ist schlecht für uns. Aber das ist jetzt 25 Jahre her. Ach, hör auf. Das ist so lange. Das kommt mir vor wie gestern, weißt du? Hast du damals irgendwie das Gefühl gehabt, Musiker oder Künstler zu werden? Boah, das hatte ich zu der Zeit, also jetzt, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, da war ich, glaube ich, gerade auf der Grafikakademie, also ich war eher auf dem Künstlerweg, aber dass ich jetzt mit Rap, also nach dem Abend habe ich nicht gedacht, dass ich mit Rap mal meine nächsten 20 Jahre Geld verdienen werde oder ja. So, das war, stand nicht zur Debatte, also das war ausgeschlossen, glaube ich, auch keiner in diesem Raum hätte das gedacht. Weil alle dir zugeguckt haben. Weil alle gesagt haben, nicht schlecht. Ja, aber... Ja, vielleicht doch was anderes. Ja. Doch was Handwerkliches für dich. Ich bin auf einer Hip-Hop-Tour durch Deutschland und besuche ja mit den Leuten dann auch Orte, die eine besondere Bedeutung haben. Welche Bedeutung hat dieser Ort für dich jetzt rückblickend nach 25 Jahren? Boah, ich habe das am Anfang gar nicht realisiert, weil man immer so macht, 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 aber hier hat es irgendwie angefangen
Und wir haben dann auf diese, wir haben ja vor 7 Jahren oder so schon diese Classic-Tour mal gemacht, wo wir nur so freestylen und so kleine Hallen spielen. Und dann sind wir hier zweimal auch aufgetreten. Also ach, jetzt echt? So, ja. Hier es drin? War natürlich, hier passen ja vielleicht 150 Leute rein oder so. Es war natürlich und dann sind sehr schnell ausverkauft, aber ja. Bis die Treppe hoch. Wo ist denn die Bühne überhaupt? Ja, normal, hier kann man die Bühne hinbauen. Früher gab es da keine Bühne hier. Und hier ist noch jeden Dienstag normal, ist hier so wie Open Mic Night. Also hier gibt's. Bist du auch ab und zu anzutreffen heute? Nee, ganz ehrlich bin ich da gar nicht. Und nur weil dann jeder erkennen. Weißt du, das ist so, und dann muss man immer. Und deswegen, wenn man auf ein Konzert mal privat gehen will, es anhören und dann hast du schon das Mikro in der Hand und bist vielleicht auch mit ein paar Kumpels da. Aber das heißt, wenn du heute mit Maske oder Bart oder so nochmal könntest, dann würdest du trotzdem immer noch den gleichen Quatsch machen wie vor 25 Jahren, Mike grabben. Ja, mich interessiert es ja noch. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe damit abgeschlossen, sondern ich will ja jemand hören. Ich bin ja immer auf der Suche nach jemand, der dope ist. Und hier hast du halt so ein bisschen eine Brutstätte. Also nicht, dass aus allen was geworden ist, die hier gerappt haben, aber hier haben, ja, hier waren die Creme Fraiche Jungs, hier waren eigentlich auch alle, also die man am Anfang getroffen hat. Hier ist halt das Zentrale, ich meine, hier ist kein Jugendzentrum, das ist mehr so ein kleiner Veranstaltungsraum, ja. Aber hier treffen sich halt die Leute und können was machen. Und wo kannst du das schon in München machen? Also vielleicht privat bei irgendeinem Keller kiffen. Und das hier ist der Ort. Ja, hier kannst du was machen noch. Also sieht jetzt nicht danach aus, aber du brauchst nicht viele Leute hier. Hier sind auch immer noch kleine Rap-Konzerte, also hier gibt es normale Veranstaltungen auch. Krass. Und das sieht jetzt hier nicht gewaltig aus, aber wenn hier ein paar Leute stehen, das ist geil. Hier brauchst du nicht viel. Es sieht ehrlich aus. Ja, ehrlich. Aber ehrlich wenn man gut oder ehrlich scheiße ist die Frage. Ja, ehrlich ist ehrlich. Aber wenn man es dann geschafft hat, ja. Dann... Was passiert dann? Sag mir das. Ja, dann steht irgendwann der Name auch auf dem Flyer für die Muffathalle. Ja, genau. Das ist dann so, da hat man dann so die der Rap-Karriere Schub gegeben. Dann wollen Leute wirklich zuhören, oder? Ja, Muffathalle ist natürlich ein Ding, da passen dann 1,5 rein oder so. Also wir haben viel größer gespielt, aber das ist für mich die Konzerthalle. Früher waren wir auf den Living Large. Ich meine, Main Concert hat das ja immer organisiert. Und da sind wir am Anfang als Gäste gewesen und waren ein bisschen so Freestyle-Gäste. Also bei uns ging es relativ schnell, dass wir dann auch mitgespielt haben, aber es war, als du da auf den ersten Konzerten warst, hast du gedacht, da wäre auch mal geil mitzuspielen. Das war so eine Classic-Location, genau. Wo du sagst, das zu rocken. Ich komme aus Hamburg. Wenn wir das schaffen und Leute wegen uns ja. Dahin kommen, weil Living Large zu spielen ist natürlich was anderes, wie wenn du jetzt Solo da spielst. Ja. Aber das alleine voll zu machen, das war schon so ein Ding, was wir nie gedacht hätten, dass es passieren wird. Ganz ehrlich, ich komme aus Hamburg und wenn ich München und Rap verbinde, dann denke ich immer an die Muffathalle. Ja, es gab viele Rapper, die mich dann schon gefragt haben, boah, jetzt sind wir echt in der Muffathalle, das kenne ich von euch, was? Ja. Ich bin in der Muffathalle. Dann ja. Lass hin. Ja, lass hin. Wir fahren hin. Wir in fahren Muffe. Hin. Muffe? Ja. Wie lange brauchen wir? Boah, wir können hier so eine kleine Runde drehen, wir sind nicht weit weg, also betrunken laufen können wir das auch. Ich soll jetzt links fahren, sagst du, ne? Du musst jetzt links fahren. Das ist eine der Mutproben, wie man in die Band überhaupt reinkommt. Und warum? Wir sind ja mitten im schwulen Viertel. Hier musste Blumentopf das Studio haben. Stark. Hier, der Besitzer vom Edelheiß hat uns gehasst, weil wir ihn mal ausgeladen haben und uns direkt davor gestellt haben. Was wir jetzt erfahren haben, also das nächste, jetzt darf ich es auch sagen, weil davor ist es natürlich sehr geheim, wo ja. Wir immer das Studio haben. Das ist dieses Haus gewesen, unten im Keller, also das nächste nach dem Freiraum. Du kennst wahrscheinlich auch jede Kneipe hier, ja, besser als das Studio, oder? Ich kenne jede Kneipe, weil man muss ja irgendwie sich versorgen. Aber ich kenne mehr vorne den Dönermann, der alten Döner, sehr zu empfehlen. Wir haben mal erfahren, wir haben so eine Band weitervermietet. Jetzt fährst du am besten rechts erst. Hier rechts? Ja, genau, und dann die nächste links. Haben es weitervermietet an eine befreundete Band und die hat unser Zeug erst benutzt, hat es dann checken lassen, was ein bisschen feucht war unten und haben dann festgestellt, wir haben Asbestboden gehabt. Wir haben quasi 12 Jahre in einem Asbestbodenstudio gearbeitet. Hat das der Karriere aber keinen ist in meinem Abbruch Alter getan. Noch total egal. Ja, das aber hat der Karriere auch keinen Abbruch getan. Rock'n'Roll-Lifestyle. Ein bisschen Gift im Raum ist immer gut. Hier ist einfach die Classic Location. Hier ist die Blumentopf Classic Location. Hier war früher Let the Rhythm Hit There. Das war ein Donnerstags Hip-Hop Club. Das war einer der einzigen Innenstadtclubs, die wirklich coolen Sound gespielt haben. Und die ersten Sachen waren Muffat Café. Das war früher auch noch ein bisschen anders. Da haben wir gespielt am Anfang. Ampere gab es nicht. Und Muffathalle war immer so ein bisschen Traumlocation. Jetzt kommst du.
Ist der Dirk unser, das war unser Lichtmann, ich glaube, 35 Jahre lang, oder? Wie viel 40, war 40 nee, Jahre. 14, 15 Jahre? 16,5 Jahre, unser längster Mitarbeiter. Den haben wir jetzt hier auf die Straße gesetzt, der wohnt jetzt hier auf der Couch ja. Danach. Das ist schlimm, gell? Das ist echt grauenvoll. So, haben, so lassen sie einem Stich die Mitarbeiter. Ja, kaum ist vorbei, vergessen ja, sie auch alle Leute, die mitgemacht haben. Das ist grauenvoll. Da drüben ist die Muffathalle. Genau, aber hier sind immer noch Veranstaltungen, die ganz cool sind. Also das geht immer noch. Also wenn hier Leute sind und keine Tische drin, dann ist viel Alkohol und viel laut und eigentlich wie früher, nur dass ich nicht mehr da bin. Also nicht mehr das Gleiche. Ich war zwei, dreimal hier und der DJ wollte mir einen Gefallen tun, glaube ich, und hat dann Safari gespielt, bin ich gegangen und dann hat dann gleich ein Kumpel von mir angeschrieben, dass es ein Fehler war. Yep. Und er konnte nur sagen, ja. Was soll ich machen? Soll ich bei Safari gestikulieren oder stellen die Leute sich vor? Fassen wir mal ein paar Worte zusammen, was bedeutet dir die Muffathalle? Hey, Muffathalle war die wirklich die mein Lieblingsveranstaltungsort in München und wenn Konzerte sind, immer noch am liebsten in der Muffathalle. Wir haben zwar einen Abschluss im Zenit gemacht, aber nur aus dem Grund, weil wir wussten, wir können die Muffathalle easy auch so voll machen. Wir brauchen irgendwas, wo wir ein Konzert machen für alle. Aber Zenit ist eigentlich nie das Ding gewesen, wo wir gern hin wollten. Wir wollten, das ist schon die optimale Größe. Es gibt ein bisschen größere Location. In München aber ist es eigentlich ein Unikat, weil es zentral ist und hier coole Konzerte stattfinden. Es hat, was ich ja schon gesagt habe, auch immer so einen Hip-Hop-Touch gehabt. Ne? Wie hat sich der entwickelt? Ich meine, lag das daran, da, also war es auch die Veranstaltungshalle? Es wirkte auch immer so, dann mit Gruppen von außen gekommen sind, auch alle immer Muffathalle gespielt haben, so was also zu der damaligen Zeit. Ich fand, hier waren auch, also hier gibt es immer noch natürlich Hip-Hop-Veranstaltungen. Jetzt gibt es ja das Ampere noch, was so die kleinere Muffathalle ist oder was so der Ableger ist. Aber hier waren für mich auch als Gast die coolsten Konzerte im Hip-Hop-Bereich. Also von den Hallen, die noch stehen jetzt. Es gab schon andere Sachen auch, aber Muffathalle war halt, ja, aus der Ära Living Large waren halt immer die großen Sachen und die meisten Amis habe ich hier gesehen. Wenn man aber dann jetzt, ich bin Glockenbach. Werkstatt, Muffathalle als so als Etappenpunkte auf einer Blumentopf-Karriere, die dann im Zenit mit einem großen 23 Jahre Abschiedskonzert endet. Wenn du so die Blumentopf-Karriere zusammenfasst für dich, was hat die Band für dich bedeutet? Viel, das ist halt mein, was du, wenn du sagst, in dem Alter war das mehr, das ist ja über die Hälfte von meinem Leben. Du kommst aus der Schule, bei mir, ich habe kurz gearbeitet, aber eigentlich habe ich nur Blumentopf gemacht. Und jetzt mache ich immer noch Sound, aber natürlich war das der Alltag. Also für mich gibt es gar kein anderes normales Leben. Was so, das, Künstler haben generell kein normales Leben. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun, aber die Band, das war die Band. Weißt du, der Dirk, also wir haben jetzt weniger, er ist auch aufs Land, alle ziehen aufs Land. Aber sonst, das ist immer noch das Ding. Die Leute, die ich heute kenne, kenne ich eigentlich über die Band. Also nicht, dass die alle Rapper sind oder so, aber in der Zeit habe ich sie kennengelernt. Die kennen mich aus dem Typ von der Band und das ist auch, ist normal. Ist es nicht auch so, also zumindest war es auch mein Eindruck über die Jahre, dass es zwar schon einen Kern an Band gibt, da gibt es nicht zwei, sondern fünf Bandmitglieder. Und darüber hinaus, aber wenn du sagst, er ist 16 Jahre dabei gewesen, dass im Prinzip es wie so eine immer größer werdende Familie geworden ist. Ja, eine ekelhafte Familie sind wir schon noch. Also der Cousin, den man irgendwann nicht mehr so oft sieht. Ja, es ist schon schwierig, man sieht sich nicht mehr so oft, weil jeder seinen eigenen Kram hat, die meisten haben Kinder und alles. Aber morgen zum Beispiel, ich mache ja gerade wieder Soloalbum, kommt zum Beispiel Dirksen vorbei, der auch bei der Toff-Band gespielt hat und in seiner Band auch spielt, also hier vom Lichtmann und spielt bei mir Gitarre ein. Also man hat schon noch immer Kontakt und sind halt Freunde. Also jetzt nicht alle, die wir über die Band kennen, sind jetzt Freunde geworden oder geblieben, aber es war schon immer so ein Kumpelding bei uns. Also alle Mitarbeiter von Blumentopf, das ist nicht nur, dass die gute Arbeit machen, die müssen auch coole Leute sein, weil wir hängen halt dann auf Tour 20 Tage in diesem Bus zusammen und dann ist wurscht, ob der jetzt der beste Gitarrist ist. Wenn er ein Idiot ist, dann ist es schlimmer. Dann kann er sich ruhig zweimal verspielen und sagen, cooler Typ, weil die Zeit auf der Bühne, die ist schon wichtig, aber die andere Zeit, die zählt genauso. Jetzt ist das letzte Konzert ja ein Jahr her, das Abschiedssagen als Band zwei Jahre her. Wie geht's dir jetzt so damit? Gut, dass du fragst. Nee, eigentlich ist es... Man merkt es gar nicht, es ist schon fucking ein Jahr her. Das habe ich jetzt auch, weil wir BR-mäßig dann noch ein Jahr danach so ein Interview gemacht haben. Es hat sich gar nicht verändert. Da wurden auch die Fragen gestellt. Es hat sich gar nicht verändert. Wie geht's dir? Brauchst du einen Stuhl, möchtest dich setzen? Ja, auch. Geld. Nee, es geht gut. Also das wirklich, es hat sich gar nicht so viel verändert, nur dass man die nächste Tour nicht plant. Aber vermisst du nichts? Ich mache noch Auftritte. Also das ist,
Das ist ja noch ein bisschen was anderes, oder? Das Einzige, was ich merke, man hat weniger Kontakt zu den Leuten, weil du natürlich eigentlich dich nie um Kontakt kümmern musstest. Du hast dich immer, du musstest dich treffen. Das war auch das Unangenehme manchmal. Du sagst, oh, fuck, Gott, ich bin Bock. Ja, das ist das wie mit der Familie, ja. Familientreffen. Man muss wieder mal Familie mit ist noch schlimmer. Ja. Aber, die Zeit, es war cool. Wir haben ja am Schluss, das letzte Jahr war schon nochmal so ein richtiger Abschluss mit vielen Konzerten, aber davor haben wir schon ein bisschen so auströpfeln lassen, und zwar das Ende kam ja nicht abrupt, wir haben ja quasi eingefadet. Das war ausgefadet, ja. Eingefadet in den Abschied. Eingefadet in den Abschied und dann ausgefadet. Aber das ist immer noch, man hat sich jetzt nicht verändert dadurch. Es ist ja nicht so, dass du dann als Clark Kent deine Brille immer aufhast und sagst, okay, du bist jetzt nicht mehr Superman, aber es sind immer noch, egal ob Loop-Sessions sind oder irgendwas anderes, man rappt noch oft genug. Wenn man sich als Hip-Hop-Fan über die Jahre mit verschiedenen Städten noch auseinandersetzt und dann auf München kommt auf der Karte, so, ist das, was Blumentopf 20 Jahre gemacht hat, prägend für das, was aus München gekommen ist? Boah, das ist dann immer so, das müssen andere eher sagen. Ich glaube, für andere Bands war es schwer, am Anfang gegen Main Concert und Blumentopf irgendwie anzukommen, weil du immer verglichen wurdest. Das sind halt die bekannten Bands aus der Stadt, und wenn du was ein bisschen Unterhaltsames gemacht hast, so Witzigeres aus München, dann war es immer, ihr seid aus der Blumentopf-Ecke. Ich glaube, zum Beispiel Creme Fraiche wurden oft damit am Anfang verglichen, und das hat sie wahrscheinlich auch oft genervt. Oder es gab auch Feinkost, das war auch eine bekanntere Band aus München, die sich natürlich jetzt aufgelöst hat schon länger, aber es gibt schon noch anderen Rap, aber wir waren halt, ich glaube, wir waren einfach die Erfolgreichsten, und dann ist es dann immer schwer für die anderen dagegen anzustinken, und das München ist auch so, dass es nie so die, wie in anderen Städten, so die Crew gab. Es gab natürlich so ein Main-Concert-Umfeld, wo wir auch da dabei sind, aber es gab nie den Münchmob als Begriff, aber es gab ihn eigentlich nie richtig realistisch, wie Kolchose oder es gab halt nicht die Mongo-Clique hier oder so, es gab halt viele Einzelcrews, und alle waren so ein bisschen, haben ihr Ding gemacht, und wir als Band waren eh voll. Also wir waren einfach vier Rapper und wir haben wenig gefeatured und haben immer auf unserem eigenen Planeten das gemacht. Deshalb war es eigentlich egal, wo du uns hinstellst, wir waren immer eine geschlossene Gesellschaft. Also wir haben schon Leute kennengelernt, aber es war nie so wie der Einzelrapper, der von Champ zu Champ fährt, um Gleichgesinnte zu treffen. Wir haben zwar Gleichgesinnte getroffen, aber uns mehr angeschaut. Also wir sind mehr als quasi als Auto hingefahren, haben uns alles angeschaut und sind dann wieder gefahren. Die kleine Jam, die irgendwo zu den großen Jams hinfährt und dann noch halt. Ja, genau, wir sind dann, haben dann im Auto alles besprochen und gehatet und nächstes Mal wieder. Zum Beispiel Main Concept wusste nicht, dass wir existieren, bis wir in Stuttgart Jugendhaus Mitte mal auf die Bühne gegangen sind beim Freestyle. Und der kam dann nur zu mir danach her, der David hat gesagt, seid ihr echt aus München? Warum habt ihr nie was zu mir gesagt, so ungefähr. Weißt du, so. Ihr habt mich scheinbar schon mal gesehen und so. Weißt du, so. Wie könnt ihr Asos? Weißt du, warum gibt es so Leute in München noch und ich weiß nichts davon? Und ich sag, hey, wir haben es angeschaut, ich finde es ganz cool. Wir haben es still bewertet. Es war nicht so Internet was drunter schreiben oder so. Es war wirklich so im Auto, okay, mein Konzept ist ganz cool. Schauen wir uns an, aber wir hatten jetzt nicht das Gefühl zu sagen, hey, Bruder, was geht? Also das war nie unser Vorhaben. Wir wollten immer für uns funktionieren. Anderen waren egal. Jetzt bist du bereits am dritten, glaube ich, ne? Ja. Album. Ja. Das ist auch schon wieder, ich meine, die Ankündigung ist schon wieder ein kleines bisschen her. Du arbeitest fleißig daran. Es wirkt aber alles so wie ein sehr ruhiger, gediegener Prozess. Ja, ich habe am Anfang gedacht, ich müsste gleich nachliefern. Wir haben das Roger Schuh-Album gemacht, dann haben wir da nochmal eins angefangen, haben es aber verworfen, weil der Schuh jetzt irgendwie um die Baumkletterer gegangen ist. Und dann habe ich alleine so weitergemacht und habe mir dann auch so ein Büro/Studio geholt bei Kumpels und habe dann weitergemacht und war am Anfang so ein bisschen am Stressen. Dann habe ich gute so Illo-Aufträge gekriegt, das hat mich dann nach hinten geworfen. Dann war ich im Urlaub, dann das und das passiert und irgendwann habe ich gedacht, okay, mach's lieber geil als jetzt. Also mach's, ist doch egal, ob ich jetzt ein halbes Jahr, weißt du, das ist eh schon so weit weg von der Zeit. Weißt du, ich mache jetzt kein Afro-Trap-Album oder so, mir ist egal. Nicht, dass ich es hate, sondern ich mach was Freies irgendwie, und da ist, glaube ich, egal, ob das einen Monat später oder früher kommt. Das ist so. Ich bin jetzt gerade am Schauen, ich bin jetzt so weit fertig, dass ich jetzt gerade auf Labelsuche bin, aber zur Not mache ich es auch alleine. Aber hast du insgesamt für dich so ein, was du vorhin schon angedeutet hast, dadurch, dass jetzt ein weniger Tour-Prozedere, mehr Blumentopf, allgemeiner Wahnsinn, ist auch irgendwie eine andere Herangehensweise an Hip-Hop, an deine eigene Rap-Liebe quasi so gefunden? Naja, das kann ich nicht sagen, weil ich schon
immer relativ fleißig und umtriebig war. Also ich glaube, ich schaue mal, zu jedem Album gibt es immer so einen Schwerpunkt und es ist immer so phasenmäßig und jetzt schaue ich schon, dass es wirklich geil wird. Also es ist so doof zu sagen, das sagt natürlich jeder, aber ich habe so viel aufgenommen und so viel verworfen und so viel habe ich noch nie gemacht. Und ich habe jetzt aber nicht die Angst, dass nichts übrig bleibt, dass ich am Schluss alles wegwerfe, sondern habe mir Gott sei Dank Zeit gelassen. Am Anfang wäre es, glaube ich, sehr still, sehr atmosphärisch geworden. Und dann wäre es mir wild geworden, jetzt so eine Mischung, wo ich sage, okay, das will ich machen, weil ich mache es zwar nicht für die Leute zum, was im Fokus, ich sage, ich mache es jetzt für die Leute, damit das und das passiert, aber du hörst dann so 20 Lieder von dir selber an und denkst, boah, live würde ich jetzt ein Lied vermissen noch. Ich mache jetzt nicht extra eine Live-Nummer, aber jetzt fehlt noch was. Ich würde lieber da die besten 5 nehmen und dann schauen, wie ich es mache. Was machen die anderen eigentlich gerade? Wie geht's den anderen? Was machen die? Der Seppolo ist gerade in Cannes und macht so ein Band-Ding, glaube ich, 3 Wochen lang richtig durchziehen mit Schlagzeuger und Sängerin und ich glaube einen Gitarristen. Hat auch ein Album raus, ja, genau. Hat eigentlich 2 Alben fertig gemacht. Der Schuh macht jetzt wirklich so Baumpfleger. Eigentlich trinkt er und klettert auf Bäume. Der ist jetzt so ganz sportlich geworden. Der Wunder macht, macht Wissenschaftler halt. Der Kaius macht ein Café am Walchensee und mehr sind wir gar nicht, oder? Habe ich einen vergessen. Nee. Also jeder macht so was ganz anderes. Und die meisten haben auch gar keinen Bock auf das Rap-Ding. Also der Schuh ist nicht so, dass der sagt, ich nehme jetzt noch was auf. Oder der Wunder hat zwar den juckt schon, glaube ich, nochmal, aber der hat jetzt auch nicht, der vermisst das auch nicht so weit, der sagt, okay, ich mache eine Solo-Platte. Also es gab eh nie eine Wunder-Solo-Platte, aber er hätte eine gute machen können mal. Aber er ist sich zu kritisch selber im Weg gestanden, glaube ich. Und der Seppolo macht weiter Sound und ich mache weiter Sound und mache halt Illus viel. Besser noch, sag Illustration, da ist mehr Geld drin. Macht das, Kinder macht das. Zeichnet für große Kunden. Mehr als im Rap. Ja. Ja. Kommt drauf an, was du machst. Also mit Rap habe ich noch. Rap hält mich auch noch ein paar Jahre über Wasser, wenn ich nichts mache. Ja. So latsch waren wir schon. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch etwas, was, also wollte ich sagen, noch sehr lange nachhallen wird, bin ich mir ziemlich sicher, was so die Größe des Blumentopfkosmos angeht. Aber auf der anderen Seite offensichtlich irgendwas, was ihr alle auch nicht so wirklich stark vermisst. Also das Musikding könnte ich nicht an den Nagel hängen. Die Band war jetzt irgendwie, okay, das war ein guter Zeitpunkt, aber das Rap-Ding, das ist für mich nicht zu Ende. Das, ey, auch wenn ich es jetzt hören würde als Nerd oder so, aber ich kann damit nicht abschließen. Aber nicht, weil ich jetzt sage, ich habe nichts anderes, sondern es macht mir halt fucking Spaß. Also das ist so. Und wenn es das nicht mehr macht, dann höre ich auch alleine auf. Aber bis jetzt ist Musik machen und Zeichnen für mich das Ding, was ich schon immer machen wollte. Und bis jetzt, ich lebe davon. Ich lebe auch dafür irgendwie. Also das ist. Deswegen macht man den ganzen Scheiß. Ich mache es wirklich deswegen. Das klingt so kitschig. Ja, aber ist aber einfach so, ganz ehrlich. Wenn ich ein Leben mache, auch wenn es scheiße ist, ist es besser, als wenn ich, keine Ahnung, angehen, wandern, ich mache halt einen Track. Aber am Ende ist es auch genauso wie kreative Arbeit im Prinzip ja eigentlich, wie es bei mir auch ist. Man macht die Dinge ja am Ende dann auch irgendwie für sich. Ja, du machst es wirklich für dich und du musst irgendwann aufpassen, dass du nicht auf deinen Planeten versauerst. Also deshalb bin ich jetzt in so einem Büro, damit ich auch, ich habe früher das Kleiderschrank zu Hause alleine aufgenommen, die Platten. Und niemand von der Band hatte vor Lieder gehört. Weißt du, die haben es als letztes gehört. Und waren dann immer so, oh krass, hätte ich nicht gedacht. Aber das ist schon so ein bisschen Kontakt oder ein normales Leben, das man ganz gut über. Was willst du erzählen, wenn du jeden Tag kiffen zu Hause sitzt und vielleicht Playstation spielst? Vielleicht witzig, aber in meinem Alter eigentlich nicht mehr. Tragisch irgendwann. Ja. Musst aufpassen. Ich bin gespannt aufs Album. Ja. Danke dir für deine Zeit. Ich habe nicht mehr viel. Geh ins Studio, mach ein Album. Ja. Wir machen uns weiter auf Reisen. Das war Roger, Muffathalle, München. Geschichte. 23 langweilige Jahre im Blumentopf oder Sachen, wo wir eh nie dabei waren. Warum eigentlich Blumentopf? Das war Roger vom Blumentopf, der legendären Crew aus München, die für viele wahrscheinlich viel zu früh das Ende verkündet haben. Und jetzt, nächster Stopp, eine Legende der ersten Stunde hier aus dieser Stadt, David P. Backspin.